Karte, weil da geht es um Pokal, oder? Mit Nottingham Forest als Gegner. Und da wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen. Hier fällt Carabao Cup Runde 3, ist das große Ziel. Mal gucken. Aber wie weit die Rolle gespielt werden kann. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, weil ich muss umbauen. Langley ist mir ja mit glatt rot vom Platz geflogen. So, dann nehme ich den Thomas. Darf heute Stammspieler spielen? Hä? Wieso darf ich den nicht spielen und rausnehmen? Sie verarschen? Dann müssen wir es jetzt so machen. Scheinbar können wir den nicht selber setzen. Na gut. Das heißt rum, wir wollen natürlich den nächsten Schritt machen. Carabao Cup. Den vielleicht noch heute den in die dritte Runde einziehen, den mit dem Spiel hier. Schauen wir mal. Los geht's. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute ein K.O.-Spiel aus diesem Wettbewerb. Nottingham Forest gegen die Football Friends. Frage ist immer, wie geht man mit dieser Favoritenrolle um? Sie dürfen natürlich auf keinen Fall leichtsinnig werden. Also das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen, müssen Bestleistung abrufen. Ansonsten kann ganz schnell einiges schief gehen. Aber das wird der Trainer Ihnen gesagt. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Schauen wir auf die Formation. Wir sehen ein 5-2-3 bei Ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die Defensive damit abgesichert haben. Aber wir haben ja auch drei Leute vorne drin. Mit dieser Aufstellung gehen die Football Friends in die Partie. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Auf geht's ins Match. Wieder Carabao Cup Runde 2, die dritte Runde. Erste Runde haben wir mit einem Sieg bei Nottingham Town überstanden. Und jetzt heißt es Nottingham. Und es geht los mit dieser Begegnung im Carabao Cup. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie beide Teams ins Spiel finden. Vielleicht jetzt mal ohne die Anfangsphase zu verpennen. Gut, gegen Nottingham, aber in der ersten Runde haben wir ja tatsächlich, oder unsere erste Runde. Ja, aber gerade sagen, das gibt es ja für uns die Situation. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Ne. Ja, wie gesagt, mal schauen. Also man hat zumindest jetzt mal so ein bisschen die Anfangsphase. Da ist Platz. Ja, das hat noch nicht ganz. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Die Parade bei diesem Kopfball. Echte Torgefahr sieht anders aus. Absolut, Wolf. War doch eher ungefährlich. Abseits konnte es nicht sein. Jetzt hier reingab. Ja, super Tackling. Klasse Pass. Echt da. Da ist er aufmerksam. Gut vom Tor.
jetzt selber mal wieder in Führung zu gehen. Ecke in die Mitte. Ah, klasse geklärt. Aha, Spiel. Meine Fresse, geht doch wirklich selber auf Eier mit ihm. Johnson. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Grabber. Kann er was draus machen? Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Super Chance, aber macht er eigentlich zu wenig draus. Ja, bin ich bei dir, da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Jetzt können sie kontern. Weiter. Weiter. Da kann er erst mal klären. Fängt diesen Ball ab. Langsam wird es gefährlich. Schönes. Guter Zweikampf. Hat er vielleicht mal. Da oben, der vorne den Ball. Gute Aktion. Anker. Ja, sie können erstmal klären. Ja, das. Das könnte was werden. Geht. Ja, schwacher Ball hier. Da können sie kontern. Ja, das ist nicht wahr. Das Spiel steht immer schön in Bildung. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Grabber. Geht da voll in diesen Zweikampf. Weiter. Platz zum Flanken hier. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Da kommt er rauf und hält den Ball. Da ist man einmal durchgekommen. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Boah, da hält er die Ball. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zu nicht. So, und jetzt Fertig. Reicht der unparteiische Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Den Ball köpft er ins Seitenaus. Graben. Sie haben den Ball. Ah, komm schon, der schiebt aber mit dem Ellbogen nach. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Prost. Gut aufgedacht vom Torhüter. Den immer zu optimistisch da. Wichtig hier im Ballbesitz zu bleiben. Die Gelegenheit, um zu flanken. Chance zur Führung. Schön, ja, der Ball weiter im Spiel. Ja, ich dachte, der kommt doch an. Irgendwie. Ich glaube, es wird einen Pausenpfiff jetzt geben, ja. 0-0. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ist nicht sein Spiel. Ist ja nicht so, dass wir es machen können. Zweiter Durchgang läuft. Weiter. Ja, gucken wir, was der zweite Durchgang passiert. Sie verlieren den Ball. Zu optimistisch da. Johnson. Graben. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja. Graben.
Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Jetzt ein bisschen mit Glück, dass der Ball weiter durch Ecke Nottingen. Gute Chance natürlich hier in Führung zu gehen. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung belohnen. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Gut. Sieht nicht ungefährlich. Tempo, Konter. Die Spekulation. Die sind beendet. Er hat sich entschieden. Er wird den Verein wechseln und sich einer neuen Aufgabe stellen. Gut möglich, dass das seine letzte Karrierestation ist. Ich wünsche ihm und irgendwie hätte ich. Ich hab gedacht, ich krieg den da vorne Richtung. Da muss er jetzt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Da drücken wir hier auch von hier oben die Daumen, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Jetzt Eckball. Jetzt Konter. Grease. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Grease. Tor. So einfach geht das mit einem Konter. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Und damit ich glaube, hier gibt es sogar eine Wiederholung, wenn du nur unentschieden spielst. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das könnte die Chance werden. Jeder, da geht der Tor ein bisschen mit Tempo. Ball wird abgefangen. Die Football-Friends sind bei. Ah, da vergisst du den Ball. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast. Bitte. Ach, ernsthaft, da stolpert der das Ding so einfach rein. Mann, den größten, das war nichts. Ist das schon passiert? Oha, da nimmt er den Keeper. Flotten. Das ist unglücklich. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Da gehst du in Führung. Da verlierst du solche, so ein Spiel. Aber er muss so langsam halt aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Halt! Gute Idee, versucht den Doppelpass. Chance zur Führung. Das macht er stark. Das war ganz, ganz wichtig, dass er da. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Oh, viel Platz jetzt. Wieder hoch. Der hat er noch. So, zögert und dann anläuft. Und dann trifft er also mit dem 1-2. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Also zumindest war das 2-1. 2-1, hier ist noch alles drin. Hello to Mike Stewart and wife Eileen, who are celebrating the wedding anniversary. Congratulations, Mike and Eileen. Jetzt können wir die Flanke in den Strafraum bringen. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Gutes Technik. Ah. Und das ist der Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg. Los, kein Elfmeter jetzt zu verursachen. Sie können. So, das gibt für uns jetzt noch. Ist das vielleicht sogar rot? Rot. Für Brennan. Da hat überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Da grätscht er voll in den Mann. Das ist richtig.
So, man ist jetzt mit einem Mann mehr. Das könnte nur ein Vorteil, kann nur ein Vorteil sein. Muni. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das ist vielleicht ein Ende. Flanke kommt in die Mitte. Ja, leider nicht. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. 5 Minuten sind sie noch. Und sie müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn sie hier gewinnen wollen. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Da ist Platz auf dem Flügel. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Ball kommt in die Mitte. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Leider nicht noch ein guter Ball da vorne. Er geht schön dazwischen. Die Chance für den Konter. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Hunter. Die geben den Football-Fans auf den Flügel viele Räume. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Abstoß, ernsthaft? Ich dachte, ich krieg den jetzt irgendwie noch eine Ecke oder so. So, dann wechseln wir jetzt doch durch. Und hier sehen wir jetzt 3 Wechsel. Zweite Nottingham geht auf, geflöten, völlig verdient der Sieg der Sieger im Sockerslag. Wir setzen sich durch und wenn du so ein Ding aber steht in der dritten Runde. Wenn du dich durchsetzen kannst, dann ist im Wettbewerb eine Menge möglich. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Hier gibt es wieder ein bisschen Kohle aufs Konto. Umso weiter man kommt, umso besser ist es. Aber Hauptsache man ist weiter. Das ist auch mal das Wichtigste. Und jetzt kann man auch die ersten Erstligisten. Crystal Palace haben wir gerade gesehen, die sich durchgesetzt haben. Also jetzt könnte es harten Brocken schon die harten Brocken geben. Gut, wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Und das könnte Port Vale sein vom Namen. Vom Wappen her. Das müsste ich jetzt nachgucken. Ne, es ist Newport. Der Tabellen 16. momentan noch mit 5 Zählern. Und selber hat jetzt 9. Könnte jetzt also den Tabellenführer ein bisschen unter Druck setzen, Mansfield. Ob man das schafft in der nächsten Folge. Schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Da freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, hier bei FIFA 22 wird dieser kleinquerte Klappkarriere länger als vierter Liga. Und ja, die ersten Schritte sind schon gemacht in Richtung auf die Carabao Cup in der nächsten Runde. Und ja, mal gucken, wer der nächste genau ist. Wir sehen uns dann wieder. Freue mich, wenn ihr einschalten würdet. Hier ist die bei Let's Play FIFA 22.